Einen wunderschönen guten Tag, liebes Publikum. Heute kleine Morgenedition, so wie früher vor 2 Jahren, als wir hier angefangen haben, morgens immer mit der Tasse Kaffee, damals immer noch mit dem Gruß an die Mama. Heute einfach so meine Lieblingstasse hier mal, weil ich habe jetzt tatsächlich mal Ruhe morgens und kann mal mit euch eine kleine Aufnahme machen, auf die ich mich schon den ganzen Tag, den ganzen Abend gestern gefreut habe. Erstmal Schlückchen trinken. Das Einzige, was ich wirklich schwarz mag, außer Klamotten, ist Kaffee. Obwohl, und Metal-Musik, klar. Sonst ist ja blau meine Farbe. Ich möchte euch heute wieder mal mitnehmen in eine Zeit vor 16 Jahren, und zwar in den Ravnica-Block, den ersten Ravnica-Block. Die machen wir heute auf, dazu will ich was erzählen. Ich bin nämlich der Auffassung, dass das im Augenblick dafür, dass es 16 Jahre alt ist, ein bisschen underrated ist. Warum will ich das sagen? Also, ich habe mich immer so ein bisschen drüber gewundert, warum man hier so ein Booster, jetzt sind das die Deutschen, okay, die sind jetzt nicht besonders gesucht, aber trotzdem ziemlich cool, dass man, warum man die für 6,50, 7 € bekommt und warum man ein komplettes Tournament-Pack sealed für 40 € bekommt. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Sogar noch beim einschlägigen Fachhandel. Also 45, 44. Ich finde, das ist für ein 16 Jahre altes Produkt, das ja so tolle Karten enthält, doch ein ziemlich fairer Preis, wenn man vergleicht, was andere Sachen kosten aus anderen Blocks, die teilweise jünger sind. Also zum Beispiel Sachen aus dem Lorwyn-Block. Was ich sehr geil finde hier in diesen Ravnica-Sachen, ihr findet dort die Shocklands. Das heißt, ihr kriegt die Original-Shocklands aus 2005, 2006, denn das ist die Zeit, in der die Karten hier erschienen sind, in diesen Original-Sealed-Produkten zum Teil in einer recht guten Frequenz. Ich habe auch schon ein paar rausgeholt. Und das macht es natürlich auch nochmal interessant. Hinzu kommt, dass speziell Ravnica Stadt der Gilden noch eine ganze Menge anderer spannender Karten enthält. Ich sage nur Doubling Season zum Beispiel oder eine ganze Menge anderer spannender Karten, weshalb es sich lohnt. Ich glaube, dass diese Tournament Packs für 40 € gut bepreist sind. Auch vielleicht für 45 €. Und ich kann nur sagen, schaut mal, ob ihr sie irgendwo kriegt. Ich weiß, dass die auf Card Market für den Preis teilweise ein bisschen teurer gehandelt werden. Ich weiß auch, dass so der ein oder andere Online-Händler die noch im Lager hat und günstig verkauft. Zum Beispiel Miracle Games. Könnt ihr mal reinschauen. Die haben immer mal wieder tolle Sachen. Und das ist auch der erste Teil, mit dem ich mich heute beschäftigen will. Ich will euch einen kurzen Tipp geben, wo ihr gute Sealed-Sachen bekommt. Ihr bekommt bei Miracle Games, ohne dass ich hierfür gesponsert werde, ohne dass ich dafür Geld bekomme, ohne dafür, dass mir irgendjemand mich fördert, sondern ich will es einfach nur als Rechercheergebnis mal mitteilen. Sachen aus dem Ravnica-Blog, darunter auch Themendecks, Original-Sealed-Themendecks, etwa das Azorius-Themendeck oder ja, auch andere Sachen aus dem Time Spiral Block oder aus dem Alara Block noch geschlossen für super faire Preise. Die Themendecks geschlossen teilweise für 10, 12 €, die Sealed hier Tournament Packs für 40 € teilweise ein bisschen mehr. Manchmal ist auch der ein oder andere Booster dabei, wobei Booster geschlossen im professionellen Handel in der Regel nie so wirklich günstig gehen. Die versuche ich dann in der Regel immer von privat zu kaufen. Das ist so ein kleiner Tipp. Also, ich rate euch, bei den einschlägigen Online-Händlern mal nachzuschauen, auch im gut sortierten Fachhandel mal nachzuschauen. Die haben oft auch noch Booster rumstehen aus älteren Editionen, jetzt hier 16 Jahre alte. Booster aus Time Spiral, erste Zeit, also erster Block, jetzt nicht der Reprint. Booster aus Ravnica, Stadt der Gilden. Booster aus dem Shadowmoor-Block. Booster aus oder Tournament Packs aus dem Alara-Block und Themendecks aus ganz vielen Blocks aus der Zeit, sag ich mal, 2004 aufwärts, Mirrodin bis, ja, so, was mich interessiert, Lorwyn Shadowmoor-Block. Da gibt es eine ganze Menge Online-Händler, außer dem eben genannten, der da ganz gut sortiert ist, oder die da ganz gut sortiert sind, wo ihr immer mal wieder auch Sachen außerhalb von Card Market findet, was den Vorteil hat, dass ihr andere Kaufsoptionen habt, dass ihr zum Teil per Rechnung kaufen könnt, dass ihr zum Teil auch wieder zurückschicken könnt, wenn irgendwas dran ist. Und das ist ja oft das Problem bei Privatkäufen. Also, ich bin der Auffassung, um das jetzt nochmal zu bündeln quasi, dass man aus dem Ravnica-Block, Dissension habe ich jetzt hier nichts liegen, aber auch Dissension ist in der Regel sehr günstig, auf Deutsch Zwietracht, günstige Booster bekommt, günstige Themendecks, vor allem günstige Themendecks und günstige Tournament Packs. Und ich bin der Auffassung auch, dass die im Augenblick trotz aller Preissteigerungen, die wir in den letzten Zeiten erlebt haben, noch gut bezahlbar sind und es sich lohnt, die zu sammeln, zu kaufen, aufzumachen, damit zu spielen. Das ist eine Zeit, obwohl sie 16 Jahre alt ist, die sich wirklich lohnt und die schöne Mechaniken enthält, die zweifarbigen Gilden, die drin sind für jede Farbkombo. Und natürlich nicht zu vergessen, wir haben mehrere Besuche oder Rückkehren auf Ravnica gehabt, bis mittlerweile 3 Stück insgesamt, ist also quasi dreimal diese
dieser Plane besucht worden. Da gibt es also jetzt einen Haufen Editionen schon dazu. Und da gibt es auch immer wieder Anknüpfungspunkte zwischen den einzelnen Sets, wo man sozusagen über die Jahre hinweg sich auf dem Plane Ravnica mit Decks und anderen Dingen einnisten kann und sehr viel Spaß dran haben kann. Das wäre also mein kleiner Tipp für heute mal. Schaut mal nach im Internet. Ihr findet dort zum Teil sehr günstig noch die Themendecks. Und ich persönlich bin der Auffassung, dass ein heißer Tipp im Augenblick der erste Ravnica-Block ist, wenn es darum geht, noch günstige Booster und Decks zu bekommen. Ja, und Spaß machen die Sachen allemal, auf jeden Fall. Wenn ihr die Themendecks aus dem ersten Ravnica-Block mal gegeneinander spielen wollt, kommt runter, der Discord, den Link, den hefte ich hier diesem Video wieder an, kommt in unser Discord rein. Da sind einige Spieler mittlerweile, die sich auch die Themendecks besorgt haben für 6, 7, 10, 12 Euro und da könnt ihr auch gegeneinander spielen. Ich kann nur nochmal sagen, es macht extrem viel Spaß, auch und gerade die Karten aus dem Ravnica-Block nochmal zu spielen. Wenn ihr die Sachen nicht bei dem genannten Händler findet, zum Beispiel bei Miracle Games, gibt es noch eine ganze Menge anderer interessante Händler, die man leicht googeln kann. Dazu gehört zum Beispiel auch Magic Feel, meine ich. Da gibt es auch immer mal wieder günstige Themendecks zu finden, zum Beispiel aus dem Time Spiral Block. Bin mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher, ob die aktuell welche haben. Also nicht immer nur bei den großen einschlägigen Schauen, bei denen, sagen wir mal, die jeder kennt, sondern zwischendurch auch mal gucken. Da könnt ihr auch abseits von Card Market schöne Sachen finden. Das war jetzt mal das einzige Mal, dass ich hier mal Online-Händler nenne, wo ich selber schon erfolgreich und fündig war und worüber ich mich dann gefreut habe, dass ich dann wirklich auch mal ein Original-Seal-Pack für, ja, 10 Euro bekommen habe, das 16 Jahre alt war. Und das ist doch, oder 12 Euro, ne? Und das ist doch immer wieder schön, wenn man sowas erlebt. So, Schlückchen Kaffee. Wunderbar. Wird nicht oft passieren, dass ich sowas mache hier, weil ich grundsätzlich für niemanden Werbung mache. Ich werde nicht bezahlt, ich habe keine Patreons, ich werde nicht gesponsert, es gibt keinen Laden im Hintergrund und nichts. Ich erzähle einfach nur meine persönlichen Rechercheerfahrungen. So wie ich auch schon mal gefragt wurde, was meine Tricks sind beim Flohmarkt kaufen. Dazu habe ich ja auch in den ein oder anderen Videos schon ein bisschen was erzählt, worauf ich achte, wenn ich Flohmarkt-Packs aufmache. Das verlinke ich euch gerne mal hier oben. Da habe ich dazu einen Tipp gegeben, wie so Sachen, die ich kaufe, aussehen müssen, damit ich dazu schlage. Und jetzt wisst ihr auch mal, wo ich zum Beispiel auf den Seiten stöbere, um zum Beispiel an geschlossene Themendecks für weit unter 20 Euro zu kommen. Oder auch mal so Tournament-Packs. Klar, wenn man so ein paar Leute kennt und ein paar Kontakte hat, kriegt man dann gegebenenfalls auch mal einen Booster unter 7 Euro oder sowas auch unter 40 Euro. Aber wenn ich weiß, der Online-Händler mit Rechnungskauf und Rückversand 2 Wochen und allem drum und dran mit einer guten Reputation erlaubt mir das für 3 Euro mehr, dann kaufe ich dann lieber dort manchmal, ne? So, genug dazu. Ravnica-Block habe ich einiges zu gesagt schon. Zweifarbiges Gildensystem, tolle, tolle Mechaniken. Damals, im Jahr 2005, eine absolute Revolution gewissermaßen. Viele Spieler haben dann erst wieder die Liebe zu Magic entdeckt, sind wieder eingestiegen, haben gesagt, wow, was ein tolles Spiel, will ich mitmachen. Und seitdem mit der beliebteste Plane überhaupt. Wir sind vielleicht ein bisschen übersättigt an Ravnica, auch durch die letzten wunderbaren Ravnica-Expansions, die wir 2019, meine ich, gehabt haben, die ich auch sehr geliebt habe und die ich bis zum geht nicht mehr gespielt habe, unter anderem in Arena, aber auch die ich heute noch spiele, etwa mit meinen selbstgebauten Decks aus der Zeit. Da habe ich zum Beispiel sehr gegen Ausoff gespielt bei Ravnica Allegiance und Gilden von Ravnica. Heute gucken wir allerdings wieder zurück in die Zeit von vor 16 Jahren, wo es losging mit Ravnica. Das lege ich zur Seite. Wie gesagt, das ist ein kleiner Tipp, kann man sich heute noch günstig besorgen und die machen wir heute auf. Und ich möchte darauf hinweisen nochmal, dass wir tatsächlich hier die Chance haben, Shocklands zu ziehen. Wenn man sich überlegt, ein Booster kostet 6,50 bis 7,50 auf Deutsch und du kannst mit einer guten Frequenz auch Shocklands ziehen. Stomping Grounds, weiß ich jetzt gar nicht, ob die hier drin sind. Glaub schon. Wie war das mit dem gottlosen Schrein? Ich glaube, der ist hier auch drin. Dann hast du sicherlich eine gute Gelegenheit, auch mal hier was Gutes zu ziehen und Werte rauszuholen. Wobei mir es ja hauptsächlich hier um das Gefühl geht. Ja, letzter Satz noch dazu. Ich bin der Auffassung, im Augenblick vielleicht nochmal ein Tipp. Es kriegt man die Shocklands für Superpreise. Shocklands, die vor anderthalb, 2 Jahren 10, 12, 15 Euro gekostet haben, kosten jetzt 5 Euro. Wer Shocklands braucht, ich würde sagen, deckt euch ein. Die kann man ja für alle möglichen Dinge gebrauchen, insbesondere auch für Multiplayer oder für Commander-Decks und so weiter. Ich bin großer Fan von Shocklands, ich spiele die sehr gerne. So, fangen wir mal an. Noch einen Schluck. Vielleicht haben wir ja Glück. Und ziehen heute mal ein Schockland. Die Sortierung ist tatsächlich Uncommon, 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 Rare. Und dann müssten wir jetzt hier eine Common sehen. Jawohl, los geht's mit dem Kristallseher für 5 Mana, 2-2, wenn der ins Spiel kommt. Schau dir die obersten 4 Karten deiner Bibliothek an, lege sie in beliebiger Reihenfolge zurück. Für 5 bringe den Kristallseher auf die Hand seines Besitzers zurück. Übrigens nochmal ein Tipp, ne?
Für drei Booster hier zahlt ihr, wenn ihr es gut macht und beim richtigen Handel schaut oder auch bei CardMarket guckt, jetzt 21 Euro. Das heißt, ihr könnt theoretisch, wenn ihr ein paar Booster nehmt, ein paar mehr, auch noch Sealed spielen. Guild Pack Sealed. Macht Spaß. Halte ich für einen extremen Spaß, kann ich nur sagen. Top Idee für alle möglichen Sachen, zum Beispiel Geburtstage oder andere Dinge von Spielern, die die Zeit erlebt haben oder vielleicht um die Zeit herum aktiv wurden und so weiter und so fort. Das heißt, man kann da noch wirklich für einen fairen Preis mal ein richtiges Magic von früher erleben. Deswegen auch so ein kleiner Tipp von mir, würde ich da einfach mal ein paar Booster kaufen, gerne auch auf Deutsch. Da habt ihr sicherlich viel Freude mit, weil auch die Mechaniken ganz witzig sind. Also kann man draften, kann man Ziel spielen, kann man sich noch leisten, ist nicht so teuer. Und der Kristallseher, der ermöglicht euch, die obersten vier Karten anzuschauen, beliebige Reihenfolge zurückzulegen, habe ich gerade gesagt. Und für 5 Mana kannst du ihn auf die Hand zurücknehmen. So, dann haben wir die Gruul-Petschaft. Für 2 Mana, 1 Tappen, Mana-Vorrat um, Gruul-Farben erhöhen. Das ist eine Karte, die auch sehr viel im Commander gespielt wird, die hier drin ist. Auch so ein schöner Nebeneffekt, kriegt man brauchbare Karten fürs Multiplayer. Zauberzeichen des Bewachers für 3, eine Aura, du kannst die zu jedem Zeitpunkt spielen, zu dem du einen Spontanzauber spielen könntest, eine Kreaturverzauberung, also kannst du aufblitzen spielen. Und die verzauberte Kreatur, die du kontrollierst, halten +1/+1. Und zwar alle Kreaturen, die verzaubert sind. Das ist für bestimmte Decks, die viele Verzauberungen haben, auch ein feines Ding. Ich sortiere das hier mal ein bisschen nach Farbe, dann kommen die nachher in mein Kistchen. Da haben wir das Zauberzeichen des Bändigers für 3 Mana. Auch das eine Kreaturenverzauberung. Da kriegst du für alle verzauberte Kreaturen, die du kontrollierst, +1/+1. Der gleiche Effekt wie hier. Aber hier ist statt Aufblitzen, wenn eine verzauberte Kreatur, die du kontrollierst, geblockt wird, erhält sie bis zum Ende des Zugs für jede Kreatur, von der sie geblockt wird, +1/+1. Doch süß. Finde ich schön. Cremation, die hatten wir vor kurzem mal gehabt. Spontanzauber für ein Schwarz. Erferne eine Karte ganz aus deinem Friedhof. Karte deiner Wahl und ziehe eine Karte. Ja, darüber hatten wir letztens, ich glaube, bei einem Guildpack-Video mal geredet hier. Ich erinnere mich dran. Wenn Tote verbrannt werden, darf man das in Ravnica nicht für ein religiöses Ritual halten. Es ist ein ernsthafter Versuch, die Golgari an der Vermehrung zu verhindern. Das ist das, was ich meine. Die Gilden sind so cool, die Idee, die Geschichte, Lore hinter den ganzen Mechaniken und Gilden und hinter dem ganzen Playen ist so toll, so spannend, so schön gemacht. Kann's nur empfehlen. Einfach eine tolle Zeit. Lohnt sich, wieder reinzuschauen. Der Ogre-Gelehrte für 5/3/2, wenn du ins Spiel kommst, kriegst du eine Kreatur deiner Wahl auf die Hand bis jetzt zurück, falls blau ausgegeben wurde. Kannst du also Izzet spielen. Und der Thrall-Küster, da wird nochmal zurückgeschaut in die Thrall Tribes aus Fallen Empires, unter anderem für 4 Mana 2/2. Und für ein weißes kannst du eine Kreatur deiner Wahl tappen. Und hier wird auf die Orzhov-Kirchen verwiesen. Da wird kein Kollektenteller herumgereicht. Stattdessen muss man Eintritt zahlen. Dann haben wir eine Gruul-Karte, den Malma aus dem Schorfklein. Den habe ich ja schon ein paar Mal aufgemacht. Ich verlinke euch auch mal hier nochmal die Playlist, die Ravnica-Playlist. Da seht ihr die ganzen Decks, die wir gemacht haben. Wir haben sehr viel Booster und Decks dazu gemacht. Wir sind da richtig weit. Und es fehlt, glaube ich, auch nur noch ein Deck, um die komplette Themendeckliste fertig zu machen. Das hat richtig Spaß gemacht, die Sachen aufzumachen. Damit habe ich schon sehr früh angefangen, weil sie halt auch leistbar war finanziell. Ne? Du konntest sehr günstig, sehr früh in Ravnica einsteigen. Für 2 Mana 1/1 mit Blutdurst 2 und Trampelschaden. Und der Silhana Sternpfeilmacher, der ist auch schön für 3 Mana 1/3. Wenn der ins Spiel kommt, bestimmst du eine Farbe, dann kannst du den Mana-Vorrat erhöhen und der kann auch noch Flieger blocken. Ich finde das eine gute Karte. Ich finde das alles gute Karten. Straßenknackerwurm, den folgten, fanden die Kinder damals toll für 5 Mana 6/4. Da kann sonst nichts, den fanden die super. Wollten sie immer haben. Mittlerweile sind sie größer und wissen, so toll ist der nicht. Und der Gruul Nodorok für 6 Mana 4/4 mit Rot kannst du ihn in dem Zug nur von 2 oder mehr Kreaturen blockbar machen. So, wollen wir mal schauen hier, was die Specials sind hier drin. Auszischen des Miasma, 3 Mana, immer wenn eine Kreatur dich angreift, verliert er Beherrscher einen Lebenspunkt als Verzauberung. Ich finde das gut. Eine gute Karte, kann man nichts anderes sagen. Wenn das keine gute Karte ist, weiß ich auch nicht. Der Glockenstuhlgeist, ach, ich liebe das, diese Orzhov-Sachen. Ich habe so gerne Orzhov gespielt. Ich habe heute noch dieses Orzhov-Deck, in dem auch der Basilika-Glockengeist und diese Sachen drin sind. Das ist alles so hübsch ausgedacht. Für 5 Mana 1/1 Fliegen mit Spuk. Wobei die Spukmechanik, die ist ein bisschen schwierig, finde ich. Die muss man richtig verstehen. Wenn diese Karte aus dem Spiel auf einen Friedhof gelegt wird, entfernen sie ganz aus dem Spiel, sodass sie bei einer Kreatur deiner Wahl spukt. Und wenn der Glockenstuhlgeist ins Spiel kommt oder die Kreatur, bei der er spukt, auf einen Friedhof gelegt wird, kriegst du 2 1/1er schwarze Fledermaus-Spielsteine mit Flugfähigkeitsspiel. So schlecht ist das Spuk nicht, aber ich habe mich damit nicht genug auseinandergesetzt, um das wirklich souverän beurteilen zu können. Ich mach's mal hier hin. Das war nicht so meine Mechanik, die ich gut fand. Da gibt's andere Sachen, die ich besser fand.
Und die ertränkte Rusalka, das ist auch ein Zyklus, da gab es eine ganze Menge dieser Rusalkas, die sind immer ziemlich gruselige Geister. Für ein Mana 1-1, du kannst eine Kreatur opfern, blau dafür ausgeben, eine Karte aus deiner Hand abwerfen und eine Karte ziehen. Und die Rare ist Wurmwindungen. Für 5 Mana grüne Kreaturverzauberung. Die verzauberte Kreatur hat +6/+6 und für 3 grüne kannst du die opfern und einen 6-6er grünen Wurmspielstein ins Spiel bringen. Süß. Erste Rare. Gefällt mir. Schlückchen Kaffee. Es macht so Spaß, diese Sachen aufzumachen. Ich mag das so gerne. Machen wir das wieder. Die kommen hier zur Seite. Und Geißeln. Gute Karte. Ein Gegner deiner Wahl zeigt die Karten auf seiner Hand offen vor. Bestimme eine Karte davon, die kein Land ist. Entferne diese Karte ganz aus dem Spiel. Ich mag die. Ich mag die, ich finde die gut. Gruul Raufbold. 4 Mana 3-2. Wenn der ins Spiel kommt, der hätte bis zumindest Zugsfalls rot ausgegeben wurde, um den Gruul Raufbold zu spielen. Prima. Orzhov Basilika. Das ist ein Kamenland. Kommt getappt ins Spiel. Klassische Karte. Musst ein Land, das du komplett auf die Hand zurückbringen, kriegst aber dann für jedes Mal, wenn du es tappst, 2 Mana. Ist jetzt noch nicht der Knaller, aber jo, Flamme der Sprung, Izzet-Farben mit Reproduktion. Das ist eine schöne Mechanik gewesen mit der Reproduktion. Du konntest dann für Izzet-Farben den Zauber kopieren, so oft wie du die Reproduktionskosten bezahlst. Und eine Kreatur deiner Wahl erhält bis zum Ende des Zuges +1/+0 Flugfähigkeit und Erstschlag. Doch nicht schlecht. Mann, das kann man so schön draften. Das kann man so schön zielspielen. Das ist so cool, hatten wir eben auch schon. Ich kann nur sagen, wie gesagt, für 7,57 oder was, kauft euch die Dinger, zockt die mal hier zum Geburtstag oder zu irgendeinem Event, zu Weihnachten mit Leuten und dann seid ihr wieder ganz in der Zeit von früher drin. Zauberzeichen des Unterwanderers, das dritte Zauberzeichen, das wir heute haben. Wir haben das Blaue jetzt, davor hatten wir das Weiße und das Grüne. Auch eine Kreaturverzauberung, die Kreaturen bekommen +1/+1, wenn sie verzaubert sind. Also, wenn du jetzt hier mehr farbig spielst, lohnt sich schon wieder und können nur von Kreaturen mit Verteidigungsfähigkeit geblockt werden. Und die Silhana Simskletterin, die habe ich in meinem Elfendeck anfangs auch drin gehabt für 2 Mana 1-1. Die kann nur von fliegenden Kreaturen geblockt werden und sie kann nicht das Ziel von Zaubersprüchen oder Fähigkeiten sein, die der Gegner kontrolliert. Ist doch gut. Das sind doch gute Karten. Giftbauch-Oger, der ist sehr eklig. Für 5 Mana 3-3, wenn eine andere Kreatur ins Spiel kommt, verliert ihr Beherrscher einen Lebenspunkt. Das ist schon auch schon nicht schlecht. Da kannst du quasi mit solchen Verzauberungen, wie wir sie hatten, auch, warte mal, wo ist es? Ja, hier. Und mit solchen Sachen kannst du über die Kontrollaspekte, den Gegner am Angreifen zu verhindern und den Gegner daran zu hindern, Kreaturen ins Spiel zu bringen, auch schon Spaß haben. Oder du machst es für ihn halt teuer, ne? Du lässt ihn Steuern zahlen dafür. Ist schon so ein bisschen controllig und man kann es, glaube ich, auch sehr schön in diesen ganzen Deck-Archetypen spielen, die damit zusammenhängen, dass man dem Gegner zwingt, Steuern zahlen zu zahlen, indem man Gegner Karten removed, indem man Gegner Schaden austeilt dafür, dass er etwas von dem, was er sich vorgenommen hat, tut. So ist richtig. So, Ogergelehrte hatten wir eben schon und der Thrallküster auch. Interessant. Eben doppelt sich's hier ganz schön. Und dann haben wir die Schizo-Motivation. Auch das finde ich so geil. Diese geilen Wörter und die Ideen, die da drin stecken und die ganze, ja, die ungebremste Kreativität und Experimentierfreude, die die Designer damals hatten. Für 3 Mana ein Spontanzauber ankamen. Eine Kreatur deiner Wahl erhält +4/+0 bis zum Ende des Zuges eine andere -4/-0. Okay, das ist jetzt nicht die Karte, die ich super finde. Der Rauchreiter. So, für 4 Mana 2-2. Immer wenn der Rauchreiter angreift, verursacht jede andere angreifende Kreatur bis zum Ende des Zuges Furcht. Holla, die ist aber gut. Das ist so eine coole Karte. Ich mag die. Und der rammende Wurm. Für 7 Mana 4-3 mit Blutdurst 1. Kreaturen, die eine niedrigere Stärke als der rammende Wurm haben, können ihn nicht blocken. Und wir kriegen der Geisterrat von Orzhova. Ich glaube, der war in einem letzten Master-Set drin. 4 Mana, 4-4, eine Rare. Wenn der Geisterrat von Orzhova ins Spiel kommt, verliert ein Gegner deiner Wahl einen Lebenspunkt. Du bekommst einen dazu. Okay, dann sich jetzt noch nicht so prickelnd. Aber für 1 und Opfer einer Kreatur entferne den Geisterrat von Orzhova ganz aus dem Spiel. Bringe ihn am Ende des Zugs unter deine Kontrolle ins Spiel zurück. Das heißt, raus, rein, Schadenspunkt. Wenn du es nochmal machen kannst, raus, rein, Schadenspunkt. Wenn du genug Tokens hast, die du opfern kannst, kannst du es immer wieder machen. Und es gibt garantiert auch Kombos dafür, die die Sache häufiger machen. Letzter Booster. Noch kein Land, das wir gesucht haben, aber
Spaß auf jeden Fall. Hochspannungsgriff, auch so eine geile Karte. 3 Mana, Verzauberung, Aura, Kreaturenverzauberung. Die verzauberte Kreatur hat Tap. Diese Kreatur fügt einer Kreatur oder einem Spieler eine Wahl einen Schadenspunkt zu. Und für Blau und 1 bringe den Hochspannungsgriff auf die Hand ihres Besitzers zurück, seines Besitzers. Okay. Rot. Zuschnappender Greif, 6 Mana, 3, 3 fliegt, tap zu Beginn des Versorgungssegments eine Kreatur deiner Wahl. Okay, zu Beginn, das kannst du also in jeder Runde machen, in einem Versorgungssegment, das ist eigentlich sogar gar nicht so doof. Und der Skargische Wolkenfetzer für 7 Mana, 3, 3 mit Blutdurst 3, den kannst du opfern und dann fügt deine Kreatur im Spiel deiner Wahl Schadenspunkte in Höhe seiner Stärke zu. Ups, wir sind bei den, aha, jetzt habe ich es vergessen, seht ihr? Wir sind bei den Uncommons. Wir wollen dort bei den Commons bleiben. Nicht ganz verraten alles. Ich hoffe, ich habe es ja noch nicht gespoilert. Gesehen habe ich es noch nicht. Standhalten. 3 Mana. Verhindere die nächsten 3 Schadenspunkte, die in diesem Zug einer Kreatur oder einem Spieler deiner Wahl zugefügt wurden. Ziehe eine Karte. Okay, brauche ich nicht. Pranger der Schlaflosen. Die Karte ist gut. Kann mir jeder erzählen, was er will. 3 Mana Verzauberung. Aura. Jetzt geht's los. Die kann dich angreifen oder blocken. Und hat zu Beginn eines Versorgungssegments verlierst du einen Lebenspunkt. Das heißt, du musst gucken, dass du die Verzauberung oder deine eigene Kreatur loswirst. Ich finde das klasse. Ich finde das witzig. Die war auch in dem Orsoff-Deck drin. Ich verlinke es euch hier oben mal. Wenn ich jetzt keinen Platz mehr hier oben habe für Links, weil man darf, glaube ich, nur 5 machen, dann kommt der Link unten rein. Ich finde die super. Die war im Themendeck. Die kann man richtig gut spielen, die Karte. Der Skargische Grubensammler für 1 Mana 1/1 mit Blutdurst 1. Kreaturen, die eine niedrige Stärke als der Skargische Grubensammler haben, können die nicht blocken. Gut. Und der Fackelskerder für 4 Mana 2/2 fliegend. Der hat wiederum einen Bonus. Wenn du rot spielst, kannst du nämlich vorne pumpen. So wie das ist bei Drachen, die irgendwie rot angehaucht sind. Und ich mag das, dass die Karten dich quasi auffordern, wenn sie nicht sogar zwingen, mehrfarbig zu spielen. Das finde ich toll. Das haben sie schön ausgedacht. Der Giftbach-Oger und das Izzet-Dampfwerk ist jetzt hier die zweite Karte, die so funktioniert. Seht ihr, die eine ist Orso-farben, die andere Izzet-farben. Funktioniert ganz genauso. Sind einfach auch schöne Karten. Tolle, tolle Karten, coole Artworks, tolle Mechaniken, schöne Ideen, eine coole Zeit. Flammen der Sprung, 2 Mana mit Reproduktion, die hatten wir eben schon. Und groß und wild. Super süßes Bild von Jim Murray. Ein Goblin, der auf Wildschweinen reitet für 3 Mana. Kreatur deiner Wahl erhält plus 2, plus 2 und verursacht Trampelschaden bis zum Ende des Zuges. Und dazu kriegst du noch eine Karte. Finde ich gut, auch gerade im Sealed oder im Draft, doch eine hübsche Karte, mit der man was anfangen kann. Dampfkern Seltsamkeit. Für 4 Mana 1, 3, wenn die ins Spiel kommt, fügt sie doch einer Kreatur oder einem Spieler deiner Wahl 2 Schadenspunkte zu, falls rot ausgegeben wurde. Okay. Und Bad in der Düsternis. Oh, das ist echt eklig. Für 3 Mana fügt eine Kreatur deiner Wahl 2 Schadenspunkte zu und du hältst 2 Lebenspunkte. Gefangene der Orsov werden in ein schwarzes Gebräu eingetaucht, das ihren Seelen die Stärke raubt. Ihre Patriarchen trägten das Gebräu, um ein längeres Leben zu erhalten. Wow, wie geil ist das? Der furchtlose Einzelgänger, ein Ritter, 1 Mana 1/1 mit Wachsamkeit und für 5 Mana kannst du ihn pumpen. Jo. Und jetzt gucken wir mal. Wenn ich es noch nicht gespoilert habe, ich hoffe, ich habe es noch nicht gespoilert, ich selbst weiß es nicht. Der Skargische Wolkenfetzer, den hatten wir schon mal, den können wir gleich weglegen. Jetzt kommt die Rare ist der Zaubersteuereintreiber. Ja, Steuern, ich habe gerade drüber gesprochen, ne? Was kann der jetzt? 5 Mana 3, 3. Immer wenn ein Gegner einen Zauberspruch spielt, opfert dieser Spieler eine bleibende Karte, falls er nicht eins bezahlt. Ist doch geil. Guck mal hier. Schau mal. Hier, Death in Texas-Spieler unter euch. Lieber Blackie, ne? Ihr seid doch Fans davon, Gegner Kreaturen zu zerstören und sie Steuern zahlen zu lassen. Das war doch eine coole Zeit dafür, oder? Wenn du Sealed hier Orsa spielst, hast du wunderschöne Mechaniken dabei. Schadenspunkte, gut, die meine ich nicht. Hier, du hast eine Kreatur, die den Gegner dazu bringt, dass sie Lebenspunkte verliert, wenn er Kreaturen ins Spiel bringen lässt, er will. Du hast eine Verzauberung, die den Gegner im Grunde daran hindert, dich anzugreifen, es sei denn, er bezahlt Lebenspunkte dafür. Du kannst Kreaturen des Gegners tappen. Du kannst hiermit ja die Preise erhöhen. Ne? Er muss, wenn er einen Zauberspruch spielt, eine bleibende Karte opfern oder Mana dafür zahlen. Das ist schon süß. Ne? Und dann hast du dieses Ding hier, dass du quasi rein und raus flickern kannst und damit wiederum den Effekt mit den Lebenspunkten auslösen kannst. Ist jetzt nicht das Stärkste, glaube ich, was man in diesem Orsoff-Archetyp oder Death in Texas oder was man auch immer spielen will, damit spielen kann, aber
Es atmet so ein bisschen den Flair davon. Es gibt so viele Spieler, die das lieben. Ne? Gibt sehr viele. Ich persönlich muss sagen, ich kann aus dieser Zeit auch Schwarz-Weiß besonders viel abgewinnen. Ich bin nämlich kein Izzet-Spieler. Grün fand ich auch sensationell cool. Kann man sehr schön kombinieren. Auch Golgari ist sehr, sehr hübsch aus der Zeit. Das sind tolle Gilden. Meine persönliche Leidenschaft gilt aber den Artorius. Die sind allerdings nicht in Guild Pack, sondern die waren in Dissension drin. Ja, das war heute mal ein Ausflug in die Zeit Ravnica erster Block und ich fand ihn super. Jetzt nicht den Ausflug, den auch, aber vor allem den Block. Ich habe das sehr genossen. Tolle Karten, tolle Mechaniken. Macht richtig Spaß, sich das anzuschauen. Und vielleicht habt ihr ja auch Lust, mal wieder zurückzukehren. Ich habe euch ein paar Tipps gegeben, wo ihr gegebenenfalls günstig an Decks kommt, an Themendecks, an Tournament Packs und auch ansonsten gibt es die Karten immer noch für faire Preise. Das ist keine teure Zeit gewesen. Zumindest aus heutiger Perspektive ist das keine teure Set, sind das keine teuren Sets. Und ihr kriegt sealed, aber auch geöffnetes Zeug, auch Einzelkarten für faire Preise. Macht Spaß zu spielen. Jo, und jetzt sehen wir uns bald wieder auf dem Weg zu den 300 Videos. Wir sind kurz davor. Bald haben wir 300, dann machen wir noch was Besonderes. Ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss.